Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Dino Crisis 2. Und ja, wir hatten ja beim letzten Mal diesen Raketenstart erfolgreich verhindert. Und genau, wir haben diese dritte Energiedatenansicht an uns, beziehungsweise Regina hat die. Und genau, wir sind dann mit David den Fluss hier runtergefahren. Und David konnte sich allerdings nicht gegen einen Allosaurus durchsetzen, das heißt, er ist gestorben. Und genau, wir sind jetzt hier weitergetrieben mit dem Fluss und das Mädchen ist auch bei uns und die sagt jetzt irgendwas von zu Hause gesagt hier und wir sollen sie jetzt beschützen. Alles klar, dann würde ich sagen, machen wir das mal. Aber gucken wir uns erstmal hier um. Das ist der Fluss, in dem Dylan hier runtergetrieben ist. Die Strömung ist zu stark, um gegen sie anzuschwimmen. Gut, wir sollen also dem Mädchen hier hinterher. Und wir müssen sie beschützen. Guck mal, Mädchen leben und, genau, wir müssen die jetzt ganz einfach hier vor diesen kleinen Rabauken hier beschützen. Okay, und die hört auch auf zu laufen, wenn die Dinos kommen. Okay, ich verstehe schon. Das heißt, ich werde immer nur hinter ihr herlaufen. So. Und, ja, die geht sehr langsam hierher. da, genau. Was denn? Hier kleinen Ratzeviecher hier, ey. So, da ist noch einer irgendwo. Das sieht man immer, wenn die aufhört zu gehen. Genau da. So, dann können wir weiter. Oh, wir gehen jetzt hier mitten durch den Dschungel durch. In irgendein unbekanntes Gebiet. So, hier ist aber Metallboden. Schau dich das an, Leute. Hier ist Metallboden. Aua. Ihr Drecksviecher. Hier ist Metallboden und da ist tatsächlich ein Tor. Was ist denn das jetzt wieder für eine Einrichtung hier? Karte? Lebensunterstützungseinrichtung. Okay. Habitat Support Facility. Raketensilo. Ja, jetzt gehen wir die ganze Karte nochmal durch, aber... okay. Höchst interessant tatsächlich. Machst du auf? Die macht also auf, okay. Unbekanntes Gebiet 2. So, dann... Ach, wartet mal gerade. Ich muss mal gerade hier... Ah! Jetzt sah es nicht richtig. So, jetzt. Okay. Und hier... Jetzt hört doch mal auf hier! Das ist doch kindisch, was ihr da macht. Mann! Schaut mal hier, das ist wirklich hochtechnologisiert hier. Wow. Nicht schlecht, Leute. Und das gehört scheinbar diesen Helmmenschen alles hier. Ach, Leute, jetzt hört doch auf. Was? Oh, was? Warte mal, was? Zweite Gedenkstatue, Republik Bolsina. Im Gedenken an die Regierung, die eine reine Energie zu einer Waffe machte. Okay, was haben wir hier? Ah! Erste Gedenkstatue Dr. Kirk. In Gedenken an das Aufstellen der dritten Energietheorie. Ach, wie cool, Dr. Kirk hier. Gedenkstatuen. Was haben wir hier jetzt? Die dritte. Dritte Gedenkstatue. Weltraummeteorit. Im Gedenken an den Overdrive, das Ende der Kreidezeit. Wow. Cool hier. Also definitiv zivilisiert. Vierte Gedenkstatue, Zeittor. Im Gedenken an die Transformation einer Waffe zum Zeittor. Oh. Zeittor. Okay. Fünfte Gedenkstatue, Paradies. Im Gedenken an die Einrichtung einer Umwelt wie in der späten Kreidezeit. Wow. Nicht schlecht. Die haben ein Zeittor hier. Die haben hier ein Zeittor, Leute. Das ist echt interessant. Boah, geil. Das heißt, wir kommen hier nach Hause. Hallo? Bleibst du jetzt mal raus hier. Da kommt noch so einer. Mädchen, kann ich dich heilen? Ich glaube nicht. So, jetzt wird's gemein.
Jetzt wird's gemein, schaut euch das an. Na gut, aber die sind da unten. Dann. Und ihr. Genau. Boah, das sieht echt stylisch hier aus, ey. Muss ich sagen. Ah, die haben scheinbar. Die haben sich hier was aufgebaut. Einrichtung vorne. Ah. Okay, hast geschafft. Okay. Wow. Das ist schon geil, muss ich sagen. Boah, was haben wir denn hier? Was ist das denn? Das ist ja eine richtig... Oh Gott! Oh Gott. Ist da was, Leute? Ich nehme jetzt den... Ach nein, wollte ich gar nicht. Ich nehme jetzt den Panzerknacker. Ach du... Ja, der trifft mich. Scheiße. Ach Leute, geht mir doch nicht auf die Nerven, ey. Ich nehme jetzt den Panzerknacker. Scheißegal. Scheißegal, ob ich jetzt die Raptoren hier... Mann, das sind braune Raptoren. Das heißt, ja. Die müssen wir so platt machen. So, okay, dann. Irgend so eine Einrichtung hier, ne? Von den Helmmenschen anscheinend. Mit Dr. Kirk und so. Ach, wie geil. Da haben sie das alles nochmal aufgegriffen hier. Hier sind noch welche hier. So. Noch ein paar Dinos. So, können wir jetzt hier direkt rein? Oder was ist hier los? Da sind bewegliche Teile. Oh, oh Gott. Okay. So, was haben wir denn da? Das ist ein Kontrollterminal für den Laserverschluss. 4 Sicherheitssperren sind momentan aktiv. Okay, liebe Leute, das heißt, wir müssen da diese Terminals da aktivieren, diese farbigen. Dieses hier, Leute. Es ist ein Energieterminal. Möchtest du das benutzen? Ja. Ziemlich futuristisch hier alles. Sieht echt geil aus. Und die wollten also ein Leben kreieren, so wie in der Kreidezeit. Die wollten also mit den Dinos parallel leben. So habe ich das jetzt gerade im Gefühl. Echt interessant, Leute. Aber es wird gleich noch einiges aufgeklärt werden. Ja. Das kann ich euch jetzt schon sagen. So. Da ist noch ein Dino da. Upsala. So. Energieterminal rot. Das ist schon echt stylisch hier. So. So, Leute. Da ist noch einer. Wie viele wollen denn hier noch kommen, sagt mal. Noch einer. So, 2 von 4 haben wir jetzt. Komm, Dylan, hol den Panzerknacker raus. So. Schön wegfliegen, das Ding. Ach, da unten der gelbe muss ich noch, ne? Den gelben muss ich noch, ja. Geiler Konter. So, Leute. Wie viele wollen jetzt hier noch rauskommen? Alter! Geh mir nicht auf die Nerven. So, lass mich jetzt dieses blaue Energieterminal aktivieren. So. Oh, okay. So, 3 von 4. Meine Güte, die kriegen auch nicht genug irgendwie, ne? Die stehen scheinbar drauf hier. So, dann einmal runter, dann das Gelbe noch. Dann haben wir doch alle. So, zack. Okay, also auch gesichert hier diese Einrichtung. Jetzt sind auch alle Dinos weg im Übrigen. Ah, perfekt. Gut. Kontrollterminal. Können wir es bedienen? Ja. Oh, geil. Oh, Leute, wir können rein. Oh mein Gott, das wird... Oha. Das geht jetzt echt in Richtung Finale. Und rein da. Los. Einrichtungseingang. So. Dann bin ich mal gespannt. Wow. Geiles Ding.
Die Umweltdaten des Randbereichs der Einrichtung werden dargestellt. Das Bild zeigt, dass es dort, wo sich jetzt Edward City befindet, einen Dschungel gab. Aha. Okay. Oh, jetzt wird's interessant, Leute. Testament des Direktors. Ich wusste, dass es so weit kommen würde. Es gibt keine Möglichkeit, dass Menschen und Dinosaurier jemals zusammen existieren können. Wenn wir jetzt unser eigenes Leben opfern, haben wir zumindest noch die Chance, das Weiterleben der menschlichen Rasse zu ermöglichen. What? Okay. Die Ironie ist, dass diese gesamte Einrichtung, in der wir nun gefangen sind, gebaut wurde, um eine artgerechte Haltung der Dinosaurier zu üben. Bitte was? Jurassic Park lässt grüßen, ey. Ich bin der Direktor der Einrichtung und der Einzige, der hier noch übrig ist. Ich gehöre nicht hierher. Ah, es gibt keine Zukunft für diese Welt. Die Kinder, die von den Dinosauriern verletzt wurden, sind in Lebenserhaltungskammern gebracht worden. Die Kinder, die von den Dinosauriern verletzt wurden, sind das vielleicht die Helmtypen? Es gibt für mich nur die Hoffnung, dass die Menschen der Vergangenheit sich um sie kümmern. Oh. Das heißt, die sind quasi aus der Zukunft gekommen. Jetzt verstehen wir es auch. Okay. Die Lebenserhaltungskammern sind sehr effektiv. Sie heilen jegliche Wunden unabhängig davon, in welch kritischem Zustand der Patient ist. Das ist geil. Die Lebenserhaltungskammern liefern auch Wissen und Erkenntnisse, die in ihnen erfahren die Patienten mehr über diese Welt. Aber die Kammern wurden eigentlich für die Aufzucht von Dinosauriern entworfen, nicht für die von Menschen. Ach Leute, was habt ihr hier versucht, hä? Daher wird die Welt der Kinder die der Koexistenz mit den Dinosauriern sein. Na, ob das gut geht. Als schlimme Nebenwirkung dieser Kammern werden die Kinder irgendwann ihre Sprache verlieren. Also es sind die Helmmenschen. Okay. Anstelle dessen werden sie den primären Instinkt haben, die Dinosaurier zu beschützen. Aha. Okay. Das erklärt natürlich, warum... Warum die uns angegriffen haben, ne? Die ganze Zeit vom Anfang an, da diese Helmmenschen mit ihren Discs da, die wollten die Dinos beschützen. Ich habe diese Nachricht für denjenigen aufgenommen, der eines Tages hier hinkommen wird. Ich hinterlasse diese Botschaft ohne Reue. Krass, Leute. Krass. Nach wie vor Lebenserhaltungseinrichtung. Es geht eigentlich nur geradeaus. Okay. Alles klar, dann. Boah, das sieht schon geil aus, muss ich sagen, ja. Oh, das sieht echt. Wow. Das ist stylisch. Uhuhui. Boah. Das ist schon Star Wars-like hier. Cool. Kontrollraum. Okay, Kontrollraum. Noch eine Tür? Boah, das ist... Wir dringen hier einfach ein und... Auf der anderen Seite des Glases befinden sich viele halbfertige Ausrüstungsgegenstände und Instrumente. Halbfertige. Okay. Auf dem Bildschirm in der Mitte des Tisches wird eine Art Bauzeichnung angezeigt. Diese Bauzeichnung sieht so aus, als... Ob sie für ein Zeittor sei, es ist jedoch nicht das gleiche, das Dylan und Regina kennen. Die haben also wirklich ein Zeittor. Ah, okay. Viele Computer sind für die Datenanalyse des Experiments aufgebaut. Ja, hier funktioniert doch alles, ne? Hier ist kein Stromengpass und nix. Okay, Leute, dann. Doku. Oh, Arche Noah Plan, Leute. Im Jahr 2009. Es begann alles in Bolsinia, einer kleinen Republik in der Südsee. Mit dem ersten Overdrive fing alles an. Dritte Energie, ne?
Während des Transports lief etwas schief. Die Folge war ein Riss im Raum-Zeit-Kontinuum. Okay. Er verursachte eine Verzerrung der Geschichte bis in die Kreidezeit. Interessant, ey. Um die gestörte biologische Entwicklung zu untersuchen, wurde ein intensives Experiment auf globaler Ebene durchgeführt. Mit verheerendem Resultat. Die Raumzeitverzerrung würde dramatische Auswirkungen auf alle lebenden Organismen haben. Das Experiment brachte die Erkenntnis zutage, dass die Geschichte der Erde neu geschrieben und die menschliche Rasse nie existieren würde. Boah, was habt ihr da gemacht, ey? Der dritten Energie, damit soll man echt nicht spielen. Es entstand ein Plan, die lebenden Organismen der Kreidezeit durch ein Zeittor in eine Welt mit ähnlichen Lebensbedingungen weit in der Zukunft zu bringen, in der sie überleben könnten. Ah. Also sie wollten die Dinos quasi hier rausbeschaffen. In eine andere Zeitebene. Ist interessant, ey. Nachdem die Krise der Raumzeitverzerrung überstanden ist, würden die Organismen wieder zurück in ihre eigene Zeit gebracht. Wir haben diesen Plan Arche Noah genannt. Ja, kann man ja vergleichen irgendwie, ne? Diesen ganzen Tierarten, dass man die irgendwo hinbringt, wo sie leben können. Kann man schon vergleichen. Dieser Plan scheint die einzige Möglichkeit zu sein, unsere eigene Existenz zu retten. Wir hoffen, dass die Mission erfolgreich sein wird. Ich ordne hiermit ihre Durchführung an. WAP oder WAPP, Zentralrat. Boah, krass. Arche Noah also. Das finde ich interessant, dass man die Dinos irgendwie durch die Zeit bringen kann. Großes Minipack, ja, danke. Computer nochmal. Ich glaube, ich brauche nichts. Oder gibt's da noch ein Werkzeug? Wartet mal. Gibt's da noch ein Werkzeug? Shop. Nein, gibt es nicht. Okay. Money. Boah, ich bin wieder am Schwitzen, ey. Ist immer noch so warm hier. Aber ja, Leute, ey. Finale. Nachladen nochmal. Wir haben über 250.000 Punkte, also. Boah, das ist höchst interessant, was die hier gemacht haben. Ich weiß, wie es hier jetzt noch weitergehen soll. Wow. Also aus der Zukunft. Okay, das brauchen wir eh nicht. Okay. Dann geht's mal weiter. Große Laborhalle. Wow. Ich bin echt begeistert von der Einrichtung hier, auch von der Grafik. So, es sind Lebenserhaltungskammern mit Heilungsfähigkeiten. Es befindet sich der Umriss einer Person darin. Was? Achso, es sind Lebenserhaltungskammern mit Heilungsfähigkeiten, in ihnen befinden sich jedoch nichts. Okay, Umriss einer Person. Boah, das sieht geil aus. Oben sind viele Lebenserhaltungskammern, die noch betrieben werden. In den Kammern sind die Umrisse von Menschen. Also diese hellen Menschen, die wir gesehen haben, ne? Oben sind wir, ja. Ja. Es sind tatsächlich Menschen, Leute. Okay. Oh, Cutscene. Okay, da ist das Mädchen. Lieutenant Morton. What? A hologram? How does he know my name? There's not much time left, so I'll explain it short and simple. On August 10th, 2055, our Noah's Ark plan became successful. Year 2055? What's he talking about? To save the dinosaurs, we transferred the dinosaurs to this time, 3 million years ahead of our time.
But there was another accident when we were about to go back. The gate disappeared and we were stranded in this time. Then this is the future. There was no way for us to survive in this world, where dinosaurs now rule. We, the remaining survivors, hurried to recover the gate. But it's too late now. My wife, Julia, was killed by the dinosaurs. And my loving child, she was hurt. Badly. Paula. Paula. Your name? Papa. My only mission now is to protect my group. I have kept Paula and the other children safe by putting them inside life support chambers. Take the children back to your time. And now, I should introduce myself. I am former Special Forces Trap member, Colonel Dylan Morgan. What? You're myself in the future? Please, say hello to Regina for me. I'm counting on you, Lieutenant. Oh, wow. Wow. Na, Leute, habe ich euch zu viel versprochen? Was eine Erkenntnis. Also der Typ, der war tatsächlich wir in der Zukunft. Richtig krass. Es ist ein Hologramm-Projektionsgerät. Sie müssen ihre Experimente in 3D simuliert haben. Ja, das, wie gesagt, Leute, also, dass da irgendwie ein Unfall war, dass die Dinos in die aktuelle Zeit gekommen sind und die sind aus der Zukunft, wollten die Dinos aus der aktuellen Zeit in die weite Zukunft bringen. Oh mein Gott. Das ist ein richtiger Mindfuck gerade. Aber jedenfalls, ja, diese Typen, die uns da mal angegriffen haben, die sind eigentlich gar nicht so übel. Die wollen halt nur die Dinos beschützen. Die hatten halt ja, ihr Sprachsystem verloren. Und, naja, die Reflexe und alles, die sind natürlich jetzt komplett weg, ist klar, nach so einer langen Zeit. Und die haben sich halt, die haben halt bis jetzt überlebt. Und Dylan in der Zukunft hat uns quasi gebeten, jetzt ja, das Kind mitzunehmen in unsere Zeit. Und ja, es ist die eine Kontrollkonsole, um das Hologramm-Projektionsgerät zu steuern. Meine Güte.
Es ist eine dünne Plasma-Anzeige. Wahrscheinlich wurde sie benutzt, um Blaupausen und Pläne anzuzeigen. Nicht schlecht. Boah, das ist echt. Also das hier ist quasi die Zukunft, ja. 2055 scheinbar. Ich weiß nicht, ob wir jemals so eine Technik haben werden, aber sie sind ja schon in der Mache mit den Hologrammen. Boah. Okay, Leute. Karte. Einfach geradeaus, ne? Ja, einfach geradeaus. Gut, Leute. Dann geht's mal weiter. Finale. So. Wir wollen hier raus. Transportzentrum. Tatsächlich, Leute. Was will denn der? Ich bin doch gar nicht gegen die. Holy shit. Okay, Leute, wir haben wieder ein... Shit, da wollte ich wieder nicht rein. Wir haben wieder ein Gigantosaurus hier. Okay, ich glaube, wir brauchen den Raketenwerfer. Und wir haben 5 Minuten Zeit. So, dann bleib mal weg. Geh weg, du blödes Ding. So. Wir können hier noch ein paar Punkte sammeln, aber ich glaube... So. So, laufen, 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 laufen. Boah, das war knapp. Okay, was müssen wir jetzt machen hier? 4 Minuten 40. Und weiter ballern. So. Okay, was müssen wir jetzt hier? Hier ist ein Computer. Okay, Leute. Ach, geh weg. Geh weg. Geh weg. Hab ich dir gesagt, geh weg jetzt. So, okay, wir müssen den Satelliten aktivieren, Leute. Das machen wir, indem wir hier hinten diesen Computer aktivieren. Ach, jetzt habe ich es gerade... Ich habe es einfach weggedrückt, aber es dient der Kommunikation. Das ist das Kommunikationsding. Ach, ein Verbindungsteil, also... Okay, Leute, wir sind mit dem Satelliten verbunden. Jetzt müssen wir hier hinten rum. Geh doch weg. So. Der Giganto, ey. Oh, diese Musik, Leute. Ich liebe diese Musik. Ach, der hat uns hingeschmissen. Ich liebe diese Musik, Leute. Boah, schau dich den Giganten an. Oh. Okay, wir müssen hier hinten raus. Das Notfallverteidigungssystem wurde aktiviert und der Zugang geschlossen. Okay, ja, dann geh weg. Geh weg, du blöder Gigant. Okay, da hinten. Da. Es ist die Kontrollkonsole für die Zieleingabe. Als Ziel wurde ein gigantischer Dinosaurier festgelegt. Möchtest du die Daten auf den Satelliten schicken? Yes. Schick die Daten. Oh. Okay, liebe Leute, alles klar, dann hier. So, weiter geht's hier. Oh, 3 Minuten 40. Geh weg. So. Oh, schau dir dieses Riesenvieh an. Bam. So. Nein. Hör bloß auf hier und geh weg. Weiter geht's hier. So. So. Oh, jetzt geh weg. Geh weg! Oh, lass mich!
Müssen Satelliten auslösen? Ja. Vielen Dank. Was? Okay. Das ist eine SDI-Kanone, Leute. Boah, diese Cutscenes sehen echt gut aus, muss ich sagen. Nicht schlecht. Meine Güte. Das ist auch mein Kommentar, Dylan. Meine Güte. Ja, das war auch nötig, ey, für das Riesenvieh. Oh, geil, Leute. So, wir müssen jetzt auch in diesen anderen Bereich da. Okay, so, der Gigantosaurus ist tot. Und müssen wir jetzt hier noch irgendwas machen? Ich glaube nicht, ne? Es gibt keinen Strom, sie ist nicht betriebsbereit, okay. Okay, warte. Lass uns hier rein. So. Zeittor Entwicklungslabor. Okay. Okay. Kommt die denn auf einmal her? Yeah, we don't have much time left. Let's use this gate and get out of here. Whoa. Regina, the gate is open. I know you don't want to, but you have to go back by yourself. I won't leave Paula. Are you crazy? Just go, please. You have the third energy data, right? When you get back to our original time, use the data to learn about third energy. Then build a perfect gate and come pick us up for the last time. I... Dylan... I will. I promise. Don't forget, you still owe me one. Well then, you better get back quick. Okay, liebe Leute, wow, was für ein geiles Ending. Und das ist ja gerade ein bisschen laut. Ja, kann ich leider nicht leiser machen, egal. Was für ein geiles Ending, also wirklich, Leute.
Ja, Dylan wollte halt seine Tochter nicht da stehen lassen, ne? Ist klar. Also ist er mit ihr zusammen explodiert. Boah. Geile Mucke auch hier. Und, ja. Violetta, also Regina ist zurückgegangen und, es besteht noch die Chance, dass sie Dylan und Paula, seine Tochter, in der Zeit, bevor der Explosion zurückholt, quasi in die aktuelle Zeit. Und, ja, das ist also quasi offenes Ending, weiß ich jetzt nicht, würde ich jetzt nicht so sagen, aber... Schaut mal. Es wird ein bisschen ruhiger. Oh. Ist das geil. Okay, Leute. Ja, wie gesagt, Regina hat ja die dritte Energiedaten. Und die können jetzt ein gutes Tor bauen, um Dylan und Paula da rauszuholen. Um dann in der Gegenwart zusammen auch mit den anderen wahrscheinlich, also mit den anderen Helmmenschen, ja, zusammen zu leben und dann den Dinos quasi zu entkommen. Und die schwimmen da ganz friedlich umher, als hätten sie nie was gemacht, ne? Aber gut, Leute. Dino Crisis 2. Was kann ich dazu noch sagen? Ein richtig, richtig, richtig geiles Spiel. Und ja, aus dem Jahr 2000. Dafür waren die Grafiken teilweise echt nicht schlecht. Gut, mit dem Emulator technisch klar, dass das nicht immer ganz so prickelnd aussah. Aber die Cutscenes, die sahen richtig gut aus, Leute. Und, ja. Wir überlassen die Dinos jetzt quasi ihre eigene Welt, beziehungsweise ihre eigene Zeit. Und damit geht auch die Geschichte, ja, von Regina, Dylan, David, Gail, Rick und Dr. Kirk zu Ende. Hammergeil, Leute. Und die Dinos, die streifen da durch die Gegend im Sonnenuntergang. Ach, ist das geil. Ist das geil, Leute. Und ja, presented by Capcom. Vielen Dank, Capcom, für diese beiden wirklich geilen Spiele. Dino Crisis 1 und 2. Ganz genau. Und ja, bin ich jetzt mal gespannt. Kommt jetzt noch so eine Auswertung? Oh ja, tatsächlich. Yeah, Dylan. Da sehen wir auch, dass er quasi überlebt hat. Spielzeit 5 Stunden 40. Experience 807.000. Die Dateien 11 von 11. Wir haben alle. Rang B. Ist eigentlich mittelmäßig, aber ja, gut. Ich meine, keine Ahnung warum. Gut. Du hast die Platin-XP-Karte. Damit kannst du Waffen mit unbegrenzter Munition kaufen. Du Scheiße. Ah, Mann. Also wirklich, ja. Und Extra Crisis, ein Bonusspiel Dino Colosseum wurde hinzugefügt. Ja, das werde ich wahrscheinlich als so Bonuspart irgendwann mal machen, tatsächlich. Das werde ich euch auch zeigen. Spielerkauf? Ah, Leute, wir können uns jetzt hier Spieler für dieses Dino Colosseum kaufen. Und schaut mal, was wir hier haben. Wir haben hier Rick und Gail. Geil. Willst du Rick zum Colosseum hinzufügen? Ja, gerne. Gail auch bitte. Und den Panzer. Schon mal hier. Ach, wie geil. Wir haben hier die Dinos, Leute. Okay, das heißt, wir können... Ich hoffe, die Kleinen kommt. Uriraptor. Und hier Velociraptor. Und den Inus Transivia. Geil. Gut, Leute. Die sind also jetzt für das Dino-Kolosseum quasi gedacht. Und das sind spielbare Einheiten tatsächlich. Das ist verdammt interessant, aber das werde ich euch beim nächsten, das werde ich euch irgendwann mal zeigen. Ich weiß auch noch gar nicht, was für ein, brauche ich nicht, kommt, was für ein Projekt ich jetzt spielen werde. Fortsetzen. Extra Crisis, jetzt haben wir es hier auch. Und der Startmenü ist anders. Schaut euch das an, Leute.
Startmenü ist anders. Naja gut, liebe Leute. Ja, wie gesagt, was ich habe gerade schon gesagt, ne? Folgeprojekt muss ich mal gucken, was es wird. Lasst euch da überraschen. mir schwebt da Resi 1 vor. Aber wie gesagt, das muss ich alles nochmal gucken, ob ich das auch zum Laufen kriege auf dem Emulator und und. Und ja, was ich aber am Ende noch machen will, ist, ich möchte mich ganz herzlich bei allen Zuschauern und bei allen Abonnenten quasi bedanken, die das Projekt komplett durchgeschaut haben. Das ist wirklich klasse. Und vor allem hervorheben möchte ich hier den Skipper 226. Der hat mir einfach sehr viel Spaß bereitet in diesem Projekt und auch mit seinen geilen Kommentaren. Und ja, lest sie euch durch, die sind einfach super. Und jo. Genau, danke auch an dich nochmal. Du bist ja ein lebendes Lexikon. Und ja, wie gesagt, Leute, dann bedanke ich mich nochmal an alle und vielen Dank fürs Zuschauen bei Dino Crisis 2. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Projekt. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag, Leute, ne? Also tschüss.